Aparecida ist mit derzeit jährlich rund 10 Millionen Pilgern der bedeutendste Wallfahrtsort Brasiliens und kirchengeschichtlich verknüpft mit der Generalversammlung aller Bischöfe Lateinamerikas im Jahr 2007, an deren Abschlusserklärung der heutige Papst entscheidend mitgearbeitet hatte. Und so erinnerte Franziskus jetzt an das damals verabschiedete Schlussdokument, das den Einsatz der Kirche für die Schwachen und Benachteiligten der Gesellschaft gefordert hatte. Hier schloss sich der Kreis. Der Papst, der sich seit dem ersten Tag seines Pontifikats um die Armen sorgte, war also wieder hier. Er sei gekommen, um die Mutter Gottes um ein gutes Gelingen des Weltjugendtages zu bitten, sagte Franziskus, der vor Beginn der Messe ganz für sich vor dem Gnadenbild ein Gebet gesprochen hatte. Bei der anschließenden Messe in der Kathedrale von Aparecida, der zweitgrößten katholischen Kirche der Welt nach dem römischen Petersdom, rief der Papst den Menschen zu, dass sie die Hoffnung nicht verlieren dürfen, denn Gott sei stärker als das Böse. Ein Christ dürfe deshalb nie pessimistisch sein. Weiter ermutigte der Papst, dass die Mutter Gottes helfe, den jungen Menschen die Werte zu vermitteln, die sie zu Erbauern einer gerechteren, solidarischeren und brüderlicheren Nation und Welt machen. Der Wallfahrtsort Aparecida wurde Anfang des 18. Jahrhunderts berühmt. Der Überlieferung zufolge erschien die Gottesmutter Maria im Jahr 1717 drei Fischern, die die schwarze, rund 40 cm kleine Marienstatue im ansonsten völlig leeren Netz gefunden hatten. Nach einem Bombenfund vor 2 Tagen waren die Sicherheitskontrollen in Aparecida deutlich verschärft worden. Doch Papst Franziskus suchte auch hier wieder die Nähe zu den Menschen, die ihre Begeisterung ganz offen zeigten.